Hallo YouTube und willkommen zu einem kurzen Technik-Faultier-Video. Heute geht es um das leidige Thema Apple AirPods und die Akkulaufzeit. In den letzten Wochen häufen sich bei mir die Anfragen, du Faultier, ich lese dazu was, wie sieht das bei dir aus, ich habe Probleme mit meinen AirPods und ich will ganz kurz erzählen bzw. bestätigen, ja, auch bei mir als Nutzer der ersten Stunde und dabei bin ich nicht so ein Rund-um-die-Uhr-Nutzer, wie man das immer in den Artikeln liest, was weiß ich, die großen Ami-Seiten schreiben ja dann so, ne, bei den Leuten, die Dinger täglich nutzen oder sowas. Nein, ich habe die im Dezember 2016, als sie dann auf den deutschen Markt mit Verspätung gestartet sind, habe ich sie direkt bei Apple gekauft. So, Dezember 16, Dezember 17, Dezember 18, jetzt haben wir Mitte März, 2 Jahre, 2,5 Monate. Ich habe sie immer dabei, aber ich nutze sie nicht so häufig, weil der eine oder andere weiß ich, ich bin ja gerade auf den Reisen immer ein Over-Ear-Freund. So, trotzdem nutze ich die regelmäßig. Und nach 2 Jahren, 2,5 Monaten ist die Akkulaufzeit je nach Szenario bei mir katastrophal. Das kann ich hier absolut bestätigen. Und nicht nur bei mir, in der Freundin und Familie. Ich kenne so viele Leute, die Dinger nutzen, die Dinger auch sehr zufrieden nutzen. Apple selber oder irgendwelche Umfragen haben mir dann damals gezeigt im ersten Jahr, das war mit das Apple-Produkt mit der höchsten Zufriedenheit. Und auch ich, wenn ich Leute immer sehe damit oder getroffen habe, dann tauscht man sich aus. Und es war immer so, die Dinger funktionieren einfach. Natürlich, mit 179 Euro Startpreis waren die Dinger auch schweineteuer. Ich weiß, zwischenzeitlich ist der Preis dann Richtung 130 so im Handel gesunken. Die müssen toll sein oder sowas, ne? Oder sie müssen halt funktionieren. Aber das gebe ich Apple. Nach ersten Startschwierigkeiten hier und da haben die Dinger 2 Jahre wunderbar funktioniert. Und das ist immer das, was man von den Leuten hört, die Dinger nutzen. Die Käufer waren eigentlich auch zufrieden und ich auch, sonst hätte ich sie ja nicht immer dabei gehabt. Hosentasche-Sache. Gestern war ich wieder auf Achse, bin dann unterwegs endlich mal dazu gekommen, auch das Samsung Galaxy Buds Video zu schneiden und hochzuladen. Ich teste ja immer noch die Sennheiser Momentum und deswegen nutze ich auch gerade oder vergleiche auch immer wieder sehr viel mit den AirPods. Und heute war es dann auch wieder so, beziehungsweise es ist seit, sagen wir mal, Ende Dezember bei mir so. Und das, wie gesagt, nicht als Intensivnutzer, vielleicht so ein paar Stunden in der Woche, ja, aber halt nicht als jemand, der Stunden täglich hört, ist es seit 2 oder nach 2 Jahren ein dramatischer Verfall in der Akkukapazität. Und das Schlimme ist dann immer so Sachen, die Akkuanzeige funktioniert dann nicht bei beiden gleich. Man startet mit beiden 100% und dann ist irgendwann der eine bei 20% und beim anderen werden noch 50% angezeigt. Oder man guckt in der App dann immer nach, da wird ja immer alles dann direkt schön mit angezeigt. Und dann sind es so Sachen, dann zeigt der eine, man guckt einmal drauf, 68%. Und dann guckt man eine Viertelstunde später drauf, während man damit Musik hört oder ein Hörbuch oder so, und dann steht da 15%. Es ist nicht irgendein System dahinter zu erkennen. Das ist totaler Murks. Und jetzt ist es ja so, Akkuverbrauch richtet sich danach, was ich damit mache und vor allem, wie laut höre ich das? Und ich höre damit nicht wirklich laut. Und von anfänglichen, sagen wir mal, 4, 4,5 Stunden Akkulaufzeit bin ich jetzt runter auf, keine Ahnung, vielleicht 2 Stunden Musik unterwegs, maximal, da müssen die wieder rein. Noch schlimmer wird es beim Telefonieren. Natürlich ist beim Telefonieren energieintensiver, weil die Mikros auch genutzt werden, ne? Und dann hat man das und dann werden voll ins Ohr gesteckt und nach einer halben Stunde, spätestens nach einer halben Stunde, fängt der erste schon an zu piepen. Ich hab schon bald keinen Strom mehr, bald geht dem Ende zu. Und das hört man dann während des Telefonierens immer die akustischen Warnsignale und das nervt natürlich schon was und dann verabschiedet sich der erste, dann packt man den direkt wieder in die Box, dann hat man vielleicht oder ich habe vielleicht noch so maximal 5 bis 10 Minuten mit der anderen Seite. Und dann verabschiedet der sich auch. Also klar, muss man auch erstmal schaffen, über 3/4 Stunde zu telefonieren. Aber es kommt bei mir hin und wieder immer vor und das ist das Problem und ich finde es sehr schade. Und vor allem, ich finde es sehr schade. Ich habe gerade nochmal meinen ersten Testbericht damals angeguckt. Damals habe ich das schon erwähnt. Damals hatten die Jungs und Mädels von iFixit die Dinger schon zerlegt und haben den Dinger 0 von 10 Reparierungspunkten gegeben. Das Zeug wird jetzt langsam Elektroschrott. Und Apple sagt noch nichts dazu. Apple sagt mir jetzt natürlich nach 2 Jahren, du bist ja schon sowas von aus gesetzlicher Gewährleistungspflicht, Gewährleistungsansprüchen raus und selbst wenn sie auf die Beweislastumkehr verzichten.
Es ist so nach dem Motto, ja, kauf doch mal selber. Und irgendwie so ein Programm, dass man die in Anführungszeichen für kleines Geld dann umtauschen kann. Weil, wie gesagt, reparieren ist hier nicht. Wenn man die Dinge aufmacht, macht man sie kaputt. Das ist Elektroschrott. Und ich habe damals noch angenommen, wenn die nach 4 Jahren Elektroschrott sind. Nein, wir sind eigentlich schon nach 2 Jahren. Sie funktionieren immer noch im begrenzten Umfang. Ne? Wenn ich nur morgens eine halbe Stunde, abends eine halbe Stunde oder mittags eine halbe Stunde mit den Dingern Musik höre, dann funktionieren die ja immer noch. Aber damit auf Reisen sein oder lange telefonieren oder ich jetzt nicht, aber es gibt ja genügend Irre, die eine Stunde joggen gehen oder so oder noch länger oder ja, wenn da gibt es dann schon Probleme, weil das bekomme ich zu hören aus dem Bekannten, aus dem Freundeskreis. Es ist echt mucksig und vor allem das Apple, und ich bin ja jetzt nicht der Erste, der darüber berichtet. Ich meine, es sind jede Menge, die jetzt darüber berichten. Und man hört nichts. Gut, auf der anderen Seite ist es jetzt vielleicht auch Apples Masterplan. Ja, angeblich, Ende März-Event steht vor der Tür, dass da dann AirPods 2 rauskommen. Vielleicht dann auch mit einem Case, was man drahtlos laden kann. Vielleicht dann mit einer besseren Touch-Bedienung. Hoffentlich auch endlich mal mit einer Lautstärkesteuerung ohne Siri. Und dann ist das genau die Vorlage. Und das ist das Schlimme, wo dann Käufer der ersten Stunde wahrscheinlich die zweiten kaufen. Und dann aber nicht mehr für 179, sondern wahrscheinlich für 229 Euro. Und sagen, ich finde es echt, echt, echt schade. Und bevor jetzt einer Schadenfreude hat oder sagt, ne, oh, Apple, ja, Apple kriegt sie bei mir ja auch drüber. Nur ich glaube ganz ehrlich nicht, dass andere Hersteller, die auf dieses kleine, geschlossene System setzen, da mit anderen Akkus was mehr reißen können. Was ich nur interessant finde, ne? Bose 35er und andere, die haben bei mir immer noch vielleicht 10% weniger Akkulaufzeit, wenn ich mal messen würde. Aber hier ist nach wie vor Akkulaufzeit und die Dinge habe ich mindestens ein halbes Jahr länger im Einsatz und mindestens genauso, wenn ich es bestimmt länger gehört. Vielleicht nicht so oft, aber wenn ich sie dann aufsetze, dann länger als die AirPods. Und hier würde ich nicht davon reden, dass ich irgendwelche wirklich messbaren, erfahrbaren Batterieeinbußen habe. Und das hier ist einfach langsam eine Katastrophe. Wenn das so weitergeht, also in 3 Monaten, kann ich die Dinger alle halbe Stunde wieder laden. So, das nur so am Rande. Und ich, ja, das wollte ich jetzt nur loswerden. Es stimmt, ich habe die Probleme auch und ich finde es Murks. Ich finde es schade, dass ich damals recht hatte mit meiner Prognose. Und ich finde es noch viel blöder, dass Apple, die ja hingehen um erneuerbare Energien und recyceln und was nicht alles, dass es da nicht ein vernünftiges Austauschprogramm gibt, beziehungsweise dass sie die Dinger, natürlich sind die klein und niedlich und es ist, wenn man das vergleicht, ist das schon knallig, was Apple da konstruiert. Aber dass es halt dann so konstruiert ist, dass man es nicht reparieren kann, dass da die Batterien nicht einfach getauscht werden können, dass da kein Programm gibt. Natürlich wird Apple sich jetzt hinstellen und sagen, wir recyceln die Dinger zu 100% und basteln, was weiß ich, neue daraus oder so. Aber ich weiß gar nicht, ob sie es machen, aber ja. So, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und tschüss.